Meine Güte. Kann ich mich leisten. Das ist dumm gelaufen. Ey, ohne Scheiße, was ist hier draußen los? Ich wette, das liegt in der Hitze. Irgendwas zum Abfackeln oder so. 100 pro. Das ist sowieso krass die letzten Tage. Uiuiui. So. Fuck. Kühlwagen. Genau. Haben wir gepackt, ne? Damit haben wir das alles schon mal durch. Sehr gut. Oh Gott. Erstmal strecken. So, was machen wir jetzt? Ja, die Bewohner ist jetzt nicht das Problem. Aber die 100.000 Bewohner pro Stadt, das ist das Problem. Petroleum und Stahl müssen uns auch darauf konzentrieren. Wir versuchen jetzt mal hier so ein paar Betriebe zu bekommen, die eventuell nützlich sein könnten. Schön, dass du auch mal Erfolg bei einer Auktion hast. Du hattest zwar keine Konkurrenz, aber immerhin. Ja, bla bla. Nur so haben wir dann schon mal die eine Aufgabe erfüllt und haben dafür schon mal den guten Zeitbonus eingeheimst. Und ich würde sagen, wir machen auch direkt sowas wie Kohle und so. Da hattest du aber Glück, dass niemand mitgeboten hat. Eisen jetzt zum Beispiel, das will doch bestimmt keiner haben, aber ich schon. Weißt du, dann können wir da schon mal drauf bieten. So. Eigentlich ein sehr gutes Angebot. Warum habe ich eigentlich nicht mitgeboten? Weil du ein Vollidiot bist. So, dann Kohle. Alter! Ey, hier ist so viel unterwegs gerade, ne? Der Hammer. Das ist ja ein Rieseneinsatz. Es gibt einen Grund, warum ich nicht mitgeboten habe. Ja, du hast Petroleum da oben drin, das ist schon mal nicht schlecht. Hast du leider kein Ölfeld in der Nähe. Naja. Warte, wie viel haben wir jetzt schon? 5, okay. Hier macht Petroleum natürlich Sinn, die Herstellung, ne? Machen wir da eine Raffinerie rein. Ich hätte so gerne das Ding zum Beispiel, aber es kostet einfach viel zu viel jetzt. Hier, die Milch zum Schluss können wir kaufen. Ah. Da hattest du aber Glück, dass niemand mitgeboten hat. Ja. Weil Milch brauche ich nicht. Dann mache ich stattdessen lieber Industrie. Wenn du Petroleum herstellst, dann machst du nämlich. Weil Käse ist. Nee. Irgendwas, was du mit Stahl machen kannst, sowas wie Konserven zum Beispiel, weißt du? Oder Werkzeug. Ich gucke gerade, ob hier Holz in der Nähe ist. Ja, hätten wir sogar. Dann würde ich gerne Werkzeug machen. Wobei, du hast Werkzeug selber. Dann machen wir Konserven. Weil Gemüse hast du ja auch in der Nähe hier unten. Dann haben wir wenigstens Nutzen für den Stahl, weißt du? Dann können wir mich Stahl jetzt schon verschicken. Dann ist das unser nächstes Ziel. Ja. Industrien bitte, danke. Konservierer.
vor, dass mich mit der Industrie hier zu groß wird, müssen wir ganz kurz den Bahnhof da reinsetzen. Und zum Beispiel ein Problem. Gut. Dann haben wir das mich schon mal gekümmert. Darum haben wir es schon mal gekümmert. Dann haben wir schon mal Konserven, die wir auch einlagern können. Dann machen wir Stahl schon mal zu. Stahl haben wir schon mal als Produktionsding fertig. Hier können wir jetzt dann Öl, also Petroleum herstellen. Das verbinden wir jetzt ganz kurz. Weil desto früher wir die fertig haben, desto früher haben wir die Mission fertig und desto früher können wir nach Hause gehen. So. Mit den Warendepots finde ich ein bisschen kacke, weil. Ja, ist aber auch echt scheiße, weil wir halt so viel verbinden müssen, ne? Naja, erstmal das hier mit dem verbinden. Das ist erstmal okay. Die Wartungsgebäude selbstverständlich jetzt zu. Sonst haben wir da später einen Konflikt. Das wollen wir ja auch nicht. Krass. So, Forschung haben wir jetzt dann die hier. Nur noch 300 Punkte, dann haben wir es geschafft. Lass mich ganz kurz überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall Gemüse. Von hier unten nach da oben. Dafür nutzen wir am besten das Gleis hier, habe ich mir gedacht, weil das hier würde ich gerne komplett offen lassen dafür. Das heißt, das muss einmal raus aus diesem Tunnel. Genau, das kann einmal hier lang. Mit uns die Schiene rein. Genau. Perfekt. Signale das hier weg. Genau, dann haben wir das mich schon mal gelöst. Und du kannst nach hier unten fahren. Und dich hier dran setzen. So ungefähr. Sieht schon mal ganz gut aus, ne? Hast du keinen Versorgungsturm unterwegs jetzt? Das ist aber kein Problem. Das holen wir nach. Wir setzen da einen rein. Die müssen weg. Genau. Dann machen wir in das Warendepot am besten gleich noch Petroleum und Konserven. Ohne Witz. Wie viel war das jetzt? Der 6.7.? Heilige Scheiße. Das ist schon krass. Haben wir den schon? Nee, nee, nee. Die Stahlproduktion hätte ich gerne. Biete halt nicht mit. Donny. Lass mich in Ruhe. Die auch. Und die auch. Du willst bei den Großen mitspielen? Und was jetzt? Der war nicht erfolgreich, Mann. Was willst du denn damit anstellen? Du solltest wirklich besser auf dein Geld achten. Es befindet sich eine große Anzahl von Betrieben in deinem Besitz. Ha. Ich will jetzt mal ganz kurz was gucken. Eins diesen Schrott wollte außer dir keiner. Da ist ein Handelslager dran, ne? Werkzeugmacher, Chemiefabriken.
die Grundversorgung der Stadt. Kann ich rein theoretisch, weil das habe ich jetzt schon öfter gelesen, aber ich kann ja nicht da reinsetzen, ne? Das ist ja nicht möglich. Aber kann ich, wenn ich da drauf gehe, irgendwie ein Dingens reinsetzen? Wochenende mit 60.000. Haben wir natürlich keine, ne? Alle noch viel zu klein, die Städte hier. Naja, Getreide braucht auf jeden Fall gleich noch irgendwie jeder. Das kriegen wir noch hin. Also jetzt müssen wir uns überlegen. Ja, 600.000 Einwohner anbieten, das können wir eigentlich ganz kurz machen, bevor es jetzt hier noch irgendwie weiter ausartet. Deswegen können wir schon mal nach New York gehen. Wenn du nicht willst, dass ich dich an deinem neuen Bahnhof aufknöpfe, pack ihn lieber wieder ein. Pack ihn lieber wieder ein. Ich bin am Meckern. Siehst du diese Anzahl der Menschen, die es interessiert? Nein? Ja, ich auch nicht. Quatsch. Ich habe einen Fehler gemacht, das lösen wir sofort wieder. Das ist kein Ding. Das machen wir schon wieder heile. Erstmal muss der da unten hin. Und hier ist das gleiche. Hervorragend. Aber muss hier hinten natürlich an die 2 dran, ne? Klar. Immer mehr Bürger freuen sich daran, Zugang zum Gleisverkehr zu haben. Ja, wunderbar. Ist das so richtig? Ich glaube schon. Hier sind was auf dieser Seite gehabt, ne? Weiter. Ja, doch, hatten wir. Klar, macht auch Sinn. So, und wir zurück. Noch einer? Also ich könnte mal sagen, was du wolltest, aber das ist ja schon unfassbar krank. Was ist das bitte schon für ein Einsatz? Ah ne, hier geht's natürlich nicht. Das ist natürlich so eng gemacht wie möglich, ne? Hm, ja, macht Sinn. Heißt egal, ich glaube, machen wir eh nie mehr als 2. Gleise meine ich halt, ne? Wenn wir es schon gebaut haben, können wir es doch nutzen und machen da jetzt kurz Signale und Züge rein. Wir müssen auch mit 6. Genau, Zuglinie von Baltimore nach New York. Und noch einer. Ja, heilige Scheiße. Ein weiterer Tüftler, der an die Grenzen des Machbaren geht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, desto mehr da Haus noch rumfährt, desto mehr tut es mir echt leid für die Leute. Also da muss doch irgendwas Riesengroßes sein. Finde ich schon ein bisschen krass. Machen wir hier 6 Stück rein. Also ich finde es nicht gut. Irgendwas ist da passiert, was ziemlich groß ist. Oh, wie schön. Du hast ein neues Spielzeug. Ist korrekt. Allein deswegen werde ich bei dir jetzt Passagiere ausrauben. Doof Kuh. So, warte, wir gehen mal ganz kurz hier auf... Ach, nicht... Bläh. Hier drauf. Zahlen wir die Kredite zurück. Wie teuer wärst du rein theoretisch? Weil Beatrix ist die gefährlichste, würde ich gerne als erstes kaufen. 15 Millionen. Mit einer Investition in mein Unternehmen machst du nichts falsch. Ich weiß. Dummschwätzer. So, warte ganz kurz, guck ihn her. Ja. Also, wir müssen Stahl transportieren. Aber jetzt müssen wir erstmal Petroleum machen. Das heißt, Petroleum machen wir hier hin. Petroleum muss also von hier aus
dort in Gleis 3. Das bietet sich halt perfekt an. Da fahren wir mit einem Tunnel unten durch. Fände ich zumindest am coolsten. So komplett einmal, genau so, perfekt. Einmal quer durch. Es ist genau das, was ich wollte. Damit es nämlich nicht so auffällig dahin steht. So, weißt du, so... Bäh, dahingeschissen. Das will doch keiner haben. Grand Rapids. Ja, brauchen wir nicht. Wir haben schon genug Betriebe jetzt. Eigentlich nur noch Stahl, Petroleum, die Einwohner und dann war's das. Also wir speichern mal ganz kurz ab. Und zwar... Endgame. Das ging jetzt fix, ne? So, die 700.000 setzen wir da eben hin. Und fahren wir zurück. Für nur 100.000. Machen einen Versorgungsturm. Hier rein. Das war doch ein Krankenwagen, oder? Scheiße. Ich bin ehrlich, ich hoffe jetzt gerade, dass jetzt nichts übel krasses passiert ist, ne? Oh Mann. Also ich höre sie reden echt nicht gerne. Wenn man immer weiß, da ist irgendwas passiert, irgendwem geht's nicht gut. Das ist nicht super. Sieh es als eine Lektion an, wie man sich bei einer Auktion nicht verhält. Charlotte. Die eins nicht vergessen. Dreimal. Bei euch ist natürlich wichtig, dass ihr... Ja, dass du bevorzugt habt, aber ihr tragt schon das alles mit. Ja, das ist gut. Und hier habe ich, glaube ich, Käse verboten. Das war mich natürlich eine super Leistung. Ah, Konserven sind dran, okay. Dann gehen wir jetzt hier rein und machen dann Petroleum rein. Und Konserven. Dann der hier. Und noch einer. Jetzt mal ganz ehrlich. Das waren jetzt locker 10 Stück oder so. Damit ihr mal versteht, warum ich das so krass finde. Das ist ein Dorf. Wir haben nicht mal 3000 Einwohner. Wie krank ist das bitte? Scheiße. Naja. Bevorzugt Stahl. Ihr nehmt auch Zeug mit zurück. Der braucht Stahl und Gemüse. Mann, ey. In so einem Fall würde ich echt gerne wissen, was da draußen los ist, ne? Für mich ist auch nochmal ein Unterschied, ob das jetzt nur Feuerwehr ist. Oder ist noch was anderes dabei. Wie zum Beispiel. Was will ich als Beispiel geben? Mein Spion hat mir berichtet, dass du deine Forschungsabteilung dringend aufräumen musst. Überall liegen diese geheimen Baupläne herum. Oh, wie schön! Du hast ein neues Spielzeug. Stahl. Stahl. Das hier. Stahl ist drin, kann nach da hingehen. Von da aus kann das mit hier mit Konserven zurückgehen. Petroleum haben wir hier dran. Und weitere. Was ich mir vorstellen könnte, ist, weil wenn es halt nur Feuerwehr ist, dass da irgendwo durch die Hitze, wir haben heute fast 40 Grad.
etwas zu trocken geworden ist und Feuer gefangen hat. Aber wenn man einen Krankenwagen dazu hört, finde ich das Ganze sehr unangenehm. Was fällt dir ein, diesen Schmierfinken auf mich anzusetzen? Hey, kümmere dich lieber um dein eigenes Unternehmen. Jetzt geht schon auf WhatsApp los, weil ich schon geschrieben. Hörst du auch so viele Sirenen? Nicht gut. So, Lokomotiven ersetzen. Boah. Nee, aber alle Expresszüge. Hat's geklappt? Ab hier. Sehr gut. Dann können wir eben ganz tief mal laufen lassen. Runterscrollen. Hier haben wir noch die Züge. Gut. Diesen Schrott wollte außer dir keiner. Ach, die hier hatte ich gekriegt. Okay. Sehr unangenehm. Och, lass es doch einfach sein, Herzchen. Du hast doch gar nicht das Format, mein Unternehmen zu übernehmen. Mein Unternehmen zu übernehmen? Diese Lokomotive kannst du direkt in die Schrottpresse fahren. Ja, ja. So, jetzt haben wir Petroleum, Eisen, Konserven, das läuft jetzt alles, ne? Ja, jetzt brauchen wir natürlich nur noch das Material hier, das heißt Kohle und Eisen braucht er ganz viel. Ja, müssen wir es halt von da holen, ne? Das ist eigentlich Schwachsinn, wenn ihr das verstecken. So. Das ist ein gutes Stückchen. Ja, das wäre dann die Strecke, die ich bauen würde. Natürlich machen wir dann erstmal hier einen Bahnhof rein für Eisen. Und da einen für Kohle. Wofür soll denn dieser Bahnhof gut sein? Würde ich ganz kurz gerne bei der Trix kaufen, weil die doch ziemlich groß geworden ist mittlerweile. Ich finde es schon gut, dass ich überall zwei Bahnhöfe reingesetzt habe, so können die mir meine Städte nicht klauen. Das ist echt ein guter Sicherheitsmechanismus. Ja, müssen wir jetzt eigentlich ganz kurz beschleunigen, weil ich muss die loswerden. Das heißt, wir kaufen wieder ganz viel einzelne Prozente von ihr, bis die weg ist. Ich höre schon wieder Sirenen. Ich höre sie schon wieder. Alter. Das ist aber nur krank. Sollte irgendeiner von euch bei sein, wenn es hier irgendeiner guckt, der dazugehört, der davon betroffen ist, ja? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, komm, 14% noch. Geht doch eigentlich ganz klar. Das geht ja ratzfatz hier. Und wenn die weg ist, dann können wir direkt die anderen beiden auch noch wegmachen. Ich glaube, die Missionsschwierigkeit hier liegt echt nur auf den 10 Städten mit 100.000 Einwohnern. Ich glaube, das ist das Härteste so. Ich muss die aber nur angebunden haben, oder? Ja, nur verbinden. Das heißt, wenn die jetzt Städte hochgemacht haben, und ich einfach nur verbinde, reicht das vielleicht sogar schon. Na komm, fast geschafft.
Macht dir das etwa Spaß? Rückt mir nicht auf die Pelle! Habt ihr auch gerade dieses komische, nervige Stimmchen gehört? Naja, 167.000. Wow. Und schon hast du einen Konkurrenten übernommen. Nicht schlecht. Okay, wir machen ganz kurz hier die Kredite weg. Man sieht sich immer zweimal, Herzchen. Das ist eine Drohung, kein Versprechen. Diesen Rekord gönne ich dir, aber der nächste gehört wieder mir. Jetzt ist es um uns Doc Murphy. Aha. Noch ein zufriedener Investor. Ja, ja. Ups, sorry. Ein Landvermesser, wow. Kann er wieder gehen. Wenn der hier die Leute mobbt, ist das will ich nicht. Wo liegt das Problem? Zu Krass. Geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Ich wollte dir noch mitteilen, dass ich etwas für dich habe. Das passiert, wenn mir jemand in die Quere kommt. Es geht etwas kaputt. Ich habe hier ein Wartungsgebäude vergessen. Hoppala. Einer von deinen Leuten ist nun bei uns. Er sagt, es gefällt ihm hier viel besser. Okay. Solange es nicht irgendeiner von den wichtigen Leuten ist, ist mir das egal. So, Unternehmen, Konkurrenz, du, tschüss. Was denkst du, wie lange hältst du es an der Spitze meines Unternehmens aus? Einen, höchstens 2 Monate? 12 Millionen brauchen wir noch, dann bist du auch weg. Oh, greif ruhig zu, das erhöht den Kurs meiner Schnellzüge. Nett. Boah, hätte ich schon fast wieder eingetötet hier. Ich finde meine besser. Die ist schon so lange getreu gewesen, die behalten wir. Den Chefingenieur hier finde ich jetzt nicht so geil. Nee. Nee. Die haben tatsächlich 100.000 Einwohner. Ja, warte, dann müssen wir die ganz kurz verbinden. Das ist tatsächlich ziemlich sinnvoll. Ich hoffe, es reicht denn auch. Achso, ja, die Schränke können wir eigentlich nochmal neu ziehen, ist das mir egal. Am Berg vorbei, korrekt. 400.000, ja was? Direkt 100.000 weniger, wegen so ein paar Brücken hier, weißt du? Direkt nochmal 100.000 weniger und nochmal. Deswegen finde ich so Zwischenbrücken scheiße, weil dann das Geld einfach so, puff, weg. So komplett ohne Sinn, weißt du? Heilige Scheiße. Ich dachte jetzt schon ganz kurz. Ja, what the fuck? in der Plus gehen wir jetzt nach rechts, ne? Ne, der hat 70.000. Eins nach zwei. Wir zurück. Schon wieder ein neuer Bahnhof? Wo soll das hinführen? Zum Sieg, mein Freund, zum Sieg. Hallo, weg da. Zack. Das ist keine Lokomotive, sondern ein fahrender Schrotthaufen. Wie viele haben wir jetzt? 4 erst. Ja klar, wir haben auch erst 12 Runden. Die war noch zu klein? Oh ja. Und hier können wir tatsächlich... Ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, nur Sehenswürdigkeiten, Museum und Universität. Da unten ist halt echt nur so ein Extra gewesen. Handelslager.